Hallihallo und damit ganz herzlich willkommen zurück hier bei Ungespielte Welten und der dritten Episode von unserem Gruselabenteuer Dark Days. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Leute, wie spannend bitte war die zweite Episode? Wir waren in unserem Hotelzimmer und haben im Kleiderschrank unseres Hotelzimmers einfach mal einen Geheimgang entdeckt. Und nicht nur irgendein Geheimgang, Leute. Es war der Geheimgang zum Hotelzimmer der verschwundenen Crystal. Wie bitte kommt dieser Geheimgang dorthin und vor allem, warum ist er überhaupt da? Oh Mann, Fragen über Fragen, Leute. Und dann gibt's auch noch diesen mysteriösen Anrufer, dieser Jerry oder Gary. Der hatte uns wiederum von diesem Weasley erzählt, dieser merkwürdige, mysteriöse Typ von der Rezeption. Er soll wohl irgendwie in diesem Fall, ja, verstrickt sein. Irgendwas damit zu tun haben. Aber was? Oh Mann, Leute, wir waren dann ja auch in diesem Raum von der Crystal. Da lag auch die Urne, ne? Die Urne der verstorbenen Mutter im Waschbecken drin. Und tja, wir wollten das Motel einfach nur noch verlassen. Wir wollten abhauen, Leute. Wir haben uns auf den Weg gemacht zum Fahrstuhl, denn der Notausgang von diesem Hotel war natürlich verschlossen. Das merkwürdige Wesen war ebenfalls, ja, auf dem Flur zu sehen von diesem Motel. Wir sind ab in diesen Fahrstuhl, haben den Knopf nach unten gedrückt. Wir sind jetzt wahrscheinlich auf dem Weg in den Keller dieses Motels. Leute, ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß bei einer weiteren Episode, Episode 3 von unserem super spannenden Horrorabenteuer Dark Days. Okay, ich habe eine Weile gebraucht, bin aber endlich fertig geworden. Hey, sieh mal. Ich wollte dir einen Hirsch machen, bin aber nicht sehr gut darin. Daher ist es letztendlich ein Traumfänger geworden. Er fängt sogar deine perversesten Träume ein. Ist das okay für dich? Hast du jemals einen Traumfänger rot werden sehen? Ich hoffe, du liebst ihn, denn ich habe mein ganzes Herzblut hineingesteckt. Ach, bestimmt. Und ein bisschen echtes Blut, denn ich habe mich beim Basteln geschnitten. Soll ich ihn hier hinstellen? So denkst du immer an mich, wenn du ihn siehst. Aber immer schön auf die Straße gucken. Wäre ja zu schade, wenn du in einem Kaktus landest. Das machen wir. Leute, da kommt also dieser Traumfänger her. Oh, das ist verrückt. Dreh ich durch? Vielleicht bin ich dieses Mal wirklich übergeschnappt. Ich brauche Hilfe, aber alle sind so weit weg. Ich bin völlig alleine. So, Leute, und wir sind im Fahrstuhl. Wir sind tatsächlich nach unten gefahren, hier in so einem, ja, was ist denn das? Sieht aus wie irgendeine, ja, irgendeine Wäscherei oder so, ne? Ein Wäscheraum. Aber ich find's auch immer richtig cool, dass wir diese Flashbacks bekommen. Ich weiß noch nicht ganz genau, ja, ob das Träume sein sollen oder einfach nur irgendwelche Erinnerungen, Gedanken oder so. Ah, sehr, sehr merkwürdig. Naja, wir betreten dann auf jeden Fall mal diesen Wäschereiraum und gucken nach, wie wir nach draußen kommen, denn wir wollen immer noch abhauen, Leute. Es ist verdammt kalt. Oder kommt es mir nur so vor? Ich gewöhne mich besser daran. Ich werde nicht wieder nach oben gehen. Ja, nicht wieder nach oben, denn da ist dieses merkwürdige Wesen. Aber wir wollen ja, wie gesagt, irgendwie dieses Gebäude verlassen. Wir wollen einfach nur noch abhauen. So, jetzt gucken wir aber erst mal, was wir hier machen müssen. Auf jeden Fall, auf den ersten Blick, hier kommen wir jedenfalls nicht raus. Es gibt keine weitere Tür. Die einzige Tür ist dieser Notausgang hier. So, dann kommen wir aber wieder zurück zum Fahrstuhl. Deswegen gehe ich mal davon aus, wir müssen hier irgendwas machen. Und guckt mal, Leute. So eine Spielmaschine, ein Spielautomat. Win ein Coin. Wir könnten hier einen Coin gewinnen. Aber der Stecker ist draußen. Wir können den Stecker wahrscheinlich einführen. Wir gucken mal, wir drücken einfach mal A. Mein technisches Geschick beeindruckt mich immer wieder. Jetzt sollte es klappen. Vor allem einführen. Wir können den Stecker einführen. Wir können den Stecker einstecken, meinte ich natürlich, Leute. Oh Mann. So, das Ding ist auf jeden Fall an. Aber bevor wir das Ding benutzen, gucken wir uns trotzdem erstmal wieder so ein bisschen um. Wieder so ein Poster. Vielleicht ist dahinter wieder so ein Geheimraum. Denn
Der Geheimraum im Kleiderschrank von uns war ja ebenfalls mit diesem Poster bedeckt. Ich freue mich, Leute, endlich mit euch wieder hier dieses Abenteuer weiter zu erleben, weitere Rätsel zu lösen. Hier ist ein Coin. Aber wofür? Oh, man weiß gar nicht, wo man jetzt zuerst anfangen soll. Wir gucken jetzt einfach mal nach. Hier bei den Waschmaschinen. Auf einer laufenden Maschine Rodeo zu spielen, könnte übel für mich ausgehen. Ich bin nun mal keine gute Rodeo-Reiterin. Können uns da trotzdem mal ganz kurz raufsetzen. Hilft vielleicht bei Verstopfung. Löst sich dann vielleicht so ein bisschen. Monster raufsetzen, Leute. Oh Mann, ich habe heute wieder einen Lauf. Naja, wir gucken mal weiter. Laundry Room, also der Wäschereiraum und Regeln. 8 Uhr morgens bis 22 Uhr wahrscheinlich geöffnet. Always clean. Genau, wir sollen immer schön sauber machen, bevor wir hier wieder abhauen. Und do not wash animals and pets. Ja, wir sollen also keine Tiere und Haustiere hier waschen. Ja, wer auch immer auf so eine Idee kommt. Und naja, okay, thank you. So, wir gucken mal weiter. Wäsche, Waschmaschine Nummer 1. Nur nicht dorthin starren. Warum nicht? Ach so, wahrscheinlich, weil wir sonst müde wären oder so. Hier, ne? Dreht sich ja out of order. Da steht, außer Betrieb. Außer Betrieb. Nichts ist für die Ewigkeit, mein Freund. So, hier haben wir... Hier können wir uns nochmal hinducken. Wir gucken mal, was können wir hier machen. Können wir... Immer sind es die kleinen Dinge, die einem im Weg stehen. Wegschieben, okay. So, wahrscheinlich... Ja, ja, ne? Jetzt müssen wir erstmal gucken, was wir tun sollen, Leute. Was haben wir hier? 3 Münzen einwerfen und Maschine öffnen. Der Deal des Jahres. Der Deal des Jahres. Aha, wir brauchen also 3 Münzen. Dafür diese Münzen also. So, wir haben schon mal eine Münze. Das ist schon mal sehr gut. Aber wofür genau? Wartet mal, was haben wir jetzt hier? Schieben wir das Ding beiseite. Haben wir jetzt hier noch eine Waschmaschine? Leute, guckt mal. Warte mal, konnten wir irgendwie ranzoomen? Ah ja, so. Also das sieht auf jeden Fall nicht aus wie so ein normaler Knopf. Hier ist gar keiner dran. Also hier sind doch irgendwelche merkwürdigen Symbole, Leute. Was bedeutet das? Hier so ein Pentagramm? Sehr, sehr merkwürdig. Ey, ich hoffe nicht, dass dieses Wesen gleich auftaucht. So, der Automat ist immer noch an. Jetzt gucken wir mal kurz nach. Verriegelt. Und du weißt, wie stur diese Maschinen sein können. Verriegelt. Okay, Leute, jetzt müssen wir mal gucken. Wir brauchen wahrscheinlich... Wartet mal. Laundry-Maschine. Insert 3 Coins, um die Waschmaschine zu öffnen. Ah ja, okay. Also, Nummer 4 wäre dann hier. Wir haben 1 Coin. Wir stecken hier einfach mal rein. Das, du gieriges, münzenfressendes Monster. Du gieriges, münzenfressendes Monster? Naja. Und drücken jetzt mal die 4. Mal gucken, was passiert. Immer noch nicht genug Münzen. Ja. So, also deswegen gehen wir jetzt einfach mal hier zu diesem Automaten. Darkoid. Gewinne 1 Coin. So, dann gucken wir mal, was wir tun sollen. Hier können wir nicht drücken. Wir drücken mal hier, left und right, links und rechts. Wir drücken einfach mal... Mein kleines rotes Sowjetflugzeug. Aber mein Leben hängt davon ab, dass ich dich abknalle. Und wie schießen wir jetzt? Wartet mal, Leute, wie schießen wir jetzt? Ah, mit A. Wir müssen das Flugzeug abknallen. Machen wir jetzt einfach mal. Zack. So, der ist immer noch da. Und zack. Abgeknallt. Und nochmal. Das läuft doch ganz gut. In Kriegsangelegenheiten bin ich ziemlich gut. Für eine Pazifistin. So, nehmen wir uns mal den Coin. Jetzt haben wir wieder einen Coin. Aber Leute, ne, ist schon echt faszinierend. Ich meine, diese Grafik hier aus diesem Spiel, also ich meine jetzt nicht das Spiel, was wir jetzt spielen, sondern hier das von diesem Spielautomaten. Wie krass war die Grafik damals, ne? So ganz altmodisch und man dachte einfach, weiter geht die Technik nicht. Ja, ne, also so vor 30 Jahren oder so oder noch älter. Und ja, es geht noch weiter. Wenn man vor 30 Jahren gewusst hätte, wie Spiele eines Tages mal aussehen würden, ich glaube, man hätte gedacht, ja, man hätte sonst was gedacht, ne? Das hätte man noch niemals für möglich gehalten. Also, da erinnere ich mich auch an diese alte Zeit damals noch von dem Microsoft Flight Simulator. Kennt vielleicht der ein oder andere, ist natürlich so eine Nische, ne?
wie das angefangen hatte. Da hatte man einfach irgend so eine schwarze Welt mit weißen Streifen und annähernd irgendwie ein Flugzeug, was annähernd nach Flugzeug aussah. Und wenn man sich heute mal die modernen Flugsimulatoren anguckt, einfach der Wahnsinn. Aber nicht nur dort, ne? Also generell in Spielen, ne? Wenn man sich so die Spiele von vor 30 Jahren anguckt und die einfach mal mit heute vergleicht, da sind einfach Welten dazwischen. Ja, was erzähle ich, ne? Also da sind Universen dazwischen, das muss man ja eigentlich sagen. So, wir stecken mal hier den nächsten Cent rein. 4. Haben wir es gemacht? Ah ne, wir müssen den hier reinstecken. So. Und jetzt? 4. Immer noch zu wenig. Wir brauchen immer noch einen Coin. Können wir nochmal spielen? Bestimmt, oder? Wartet mal. Wir probieren es mal nochmal. Aber ich glaube... Nee, das war's, Leute. Wir müssen scheinbar jetzt woanders noch einen Coin suchen. Aber wo könnten wir sein? Kommen wir hier rauf? Wartet mal, vielleicht kommen wir... Ja, guck mal hier. Wow, schaut mich an. Ich zähme mitten in der Wüste eine wilde Waschmaschine. So, und hier noch eine Filmrolle, Leute. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier irgendwo... Hier kommen wir noch hin. Wir krabbeln mal irgendwie durch hier. Ah, komm schon. Und jetzt gucken wir mal nach, ob hier irgendwo... Oh, was ist denn das? Wahrscheinlich nichts. Nee, nichts. Hier, guck mal, Leute. Hier ist nochmal so ein merkwürdiges Zeichen. Aber kein Coin. Da hinten, Leute. Da hinten ist der Coin. Hier. So, dann springen wir mal hier wieder zackig runter. Und schmeißen diesen Coin hier rein. Und zack. Ich hoffe, jetzt ist es gut. So. Ich habe noch andere Dinge zu erledigen. Zum und Beispiel jetzt? Muss ich von hier verschwinden. Und zwar in einem Stück. Aber eine Frage habe ich trotzdem. Wir wollen ja eigentlich dieses Motel verlassen. Warum wollen wir jetzt diese Waschmaschine bedienen? Was ist der Sinn dahinter, Leute? Ist mir jetzt gerade ein Rätsel. Wofür braucht man das? Naja, wir finden es raus. Wir drücken jetzt einfach mal hier die Nummer 4. Zack. Es hat Klick gemacht. Ein gutes Zeichen. Ein gutes Zeichen. So, dann öffnen wir mal hier die Türe. Das sieht nicht normal aus. Überhaupt nicht. Da ist irgendwas drin, Leute. Guckt euch das mal an. Da ist doch irgendeine Box. Eine Öffnung? Im Boden einer Waschmaschine? Oh, nun gut. Das ist immerhin der einzige Weg nach draußen. Der einzige Weg nach draußen? Leute, ist hier nochmal ein Geheimgang? Wir drücken mal. Wo kommen wir jetzt hin? Sieh sich einer das an. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das nicht sehen sollte. Welche schmutzigen Sachen versuchen die hier zu verbergen? Ziemlich schmutzige Sachen scheinbar. Leute, jetzt sind wir in einem weiteren Raum, aber immer noch im Kellerstockwerk. Wohlgemerkt. So, was haben wir jetzt hier? Ich glaube, weit sind wir nicht mehr. Guck mal, hier ist ein Fenster. Wir können rausgucken. Gucken uns erstmal hier unten um. Ich habe immer Angst, dass dieses merkwürdige Wesen kommt. Und wir wissen ja immer noch nicht genau, was das für ein Wesen ist. Leute, guckt mal. Hier sind überall Fotos. Von wem? Mal hier. Das ist Crystal, das Mädchen, das verschwunden ist. Ich verstehe das nicht. Sind die alle verschwunden? Geht es hier um Spionage? Steckt die Regierung dahinter? Die Russen? Natürlich, es ist 1989. Da sind es immer die Russen. Also, ich bin ja der Meinung, hier könnte fast jeder dahinter stecken bei diesem Fall. Aber, was? Leute, wir verstecken uns. Das Ding ist da. Es darf uns nicht sehen. Leute, da vorne sind Fotos. Aber das hier? Wer sind denn diese ganzen Leute hier? Guck mal. Er muss um die 25 oder 30 sein. Es geht also nicht nur um Frauen. Was ist hier los? Wer sind diese Personen? Könnten natürlich, ne? Könnte ein Easter Egg sein, könnten einfach mal die Entwickler sein. Aber trotzdem, warum hängen die hier? Also, wenn es nicht die Entwickler sind. Oh, Leute, das Ding ist da. Das Ding ist da. Und ich weiß gerade nicht, was wir tun sollen. Ich will mich ja nicht umdrehen. Wir nehmen uns erstmal hier diese Filmrolle. Zack. So, und wir gucken mal hier in die Schränke rein, ob hier irgendwas ist. Nichts zu sehen. Wir laufen mal am besten rückwärts, würde ich sagen.
Ordner. Also auch viel Papier. Ganz viele Akten. Leute, wo müssen wir jetzt hin? Hier sind noch mehr. Was ist das? Eine Pillenbox oder so? Was ist denn das? Hier noch mehr. Hä? Wir können die mitnehmen? Die könnte noch nützlich werden. Könnte nützlich werden. Und nochmal eine Filmrolle, Leute. Wir sind ja mal richtig erfolgreich heute. So, jetzt drehen wir uns mal ganz langsam um. Wie gesagt, es darf uns nicht angucken. Da hinten sind noch weitere Spinde. Wir gehen mal da noch hin. Ich glaube, hier ist der Schatten von diesem Ding. Wir gehen mal weiter. Boah, Leute. Ich bin richtig neugierig. Was ist hier los in diesem Abenteuer? Da sind vermutlich jede Menge interessanter Sachen drin. Ja, das mag gut sein. So, haben wir hier noch was? Hier ist noch ein Buch. Bekämpfung des Kommunismus. Wow. Jetzt sag bloß nicht, dass es da um den Kalten Krieg geht. Ich dachte, dieser Mist wäre vorbei. Ah. So. Diese Bilder haben schon bessere Tage gesehen. Was ist denn das für ein Bild? Warte mal, Leute. Zwei Mädchen hier an einem sinkenden Schiff. Oh, Leute, ich hasse dieses Geräusch. Auf jeden Fall, hier vorne ist frei. Wir gehen jetzt einfach mal hier ganz gemütlich lang. Eine typische Rumpelkammer. Wir gehen ganz langsam hier lang, Leute. Was ist das hier? Das Mädchen und das Licht, das nicht anging. Die okay. Bestseller-Tragödie von Jade Lacroix. Wir brauchen Licht. Wir gehen mal hier hoch einfach. Auf gar keinen Fall gehe ich in die Dunkelheit, wenn dieses Ding noch hier ist. Wir brauchen Licht. Wir brauchen Licht, aber wie? Woher bekommen wir Licht, Leute? Wir gucken mal nach unten. Ich will eigentlich mal nach... Ja, geradeaus gucken, aber... Oh, bitte, bitte, bitte! Wir müssen ganz schnell sein. Leute, irgendwas fehlt uns wahrscheinlich. Wir haben irgendwas übersehen. Wir ducken uns mal. Wow, jetzt bin ich irgendwie nach hinten gesprungen. Warte mal. Hat sich gerade irgendwie das Field of View geändert? Oder bilde ich mir das ein? Ach, keine Ahnung. Sah gerade komisch aus. So, wir müssen mal gucken, ob wir noch irgendwas anderes finden müssen. Oder sind das Sicherungen? Könnten das Sicherungen sein? Ich weiß nicht so genau. So, aber wir kommen nicht nach rechts. Da steht dieses merkwürdige Wesen. Wir können uns ja mal ganz langsam drehen. Ganz langsam. Ah, da knarrt's. Oh ja, hier ist es. Hier ist es. Hier ist es, Leute. Ah. Woher kriegen wir jetzt Licht? Wir brauchen Licht da hinten an diesem, ja, an diesen Treppen. Was ist das hier? Können wir hier irgendwas machen? Oder hier hinter diesem Bild? Nee, war. Hier, guck mal, was ist denn das? Das Loch sieht aus, als würde eine Kurbel hineinpassen. Moderne Technologie. Das Loch sieht aus, als würde eine Kurbel hineinpassen. Moderne Technologie. Wo kriegen wir denn jetzt eine Kurbel her, Leute? Hier unten vielleicht? Wartet mal, wir gucken mal. Aber wahrscheinlich nicht. Keine Kurbel zu sehen. Wir gehen wieder raus. Leute, wie kriegen wir denn eine Kurbel? Ist das hier nicht schon eine Kurbel hier unten dran? Das Loch sieht aus, als würde eine Kurbel hineinpassen. Moderne Technologie. Leute, wo kriegen wir denn eine Kurbel her? So, da ist dieses Ding. Vielleicht von hier? Das hier? Keine schlechte Idee. Wofür ist das? Können wir jetzt hier rauf? Hier. Komm hier rauf. Hier ist ebenfalls was. Zu weit weg. Notiz für später. Du musst noch wachsen, wenn du überleben willst. Notiz. Da ist das Ding. Da ist das Ding. Leute. Wir gucken weg. Wir gucken weg. Wir gucken weg. Finde dorthin zurück, woher du gekommen bist, verdammt. Oh, Leute, mein Herz. Ich weiß gerade nicht, was wir tun sollen. Wir gehen mal hier wieder. Ich glaube, es ist weg. Vorsichtig runter. Leute, guck mal, da ist ein Werkzeugkasten. Könnte hier eine Kurbel drin sein?
Nee, leider nicht. Ah, Leute, das ist ja blöd jetzt gemacht, ne? Mit dem Ding. Wie kriegen wir... Ah, Moment. Wartet mal. Vielleicht kommen wir jetzt da hoch. Das könnte natürlich sein. Wir gucken mal. Na, komm schon. Zack. Und zack. In Ordnung, wir haben Strom. Wir haben Strom, Leute. So, jetzt gehen wir zurück. Und betätigen unbedingt diesen Lichtschalter. Und? Okay, der Weg ist frei. Der Weg ist frei. Wir gehen nach oben. Und jetzt? Hier, Leute, hier ist eine Kurbel. So, hier haben wir eine Leiter. Eigentlich müsste ich an diese Leiter kommen. Eigentlich. Ja, Leute, ne? Also einfach den Arm nach oben und runter ziehen, oder? Also, naja, okay. So, wir drücken mal. Funktioniert denn hier gar nichts? Hey, sieh mal, da müssen Sicherungen rein. Ja, wir haben Sicherungen dabei, zufällig. Ich brauche noch eine Sicherung. Ah, es sind nur zwei. So, und jetzt? Die Klappe ist frei. Die Klappe ist frei. Jetzt müssen wir wahrscheinlich diese Kurbel da anbringen, ne? Wir gehen mal wieder ganz langsam zurück. Licht ist ja an, aber ist dieses Wesen immer noch da? Wir gucken mal lieber nicht dahin. Wir gehen zurück. Wo waren das? Da vorne, ne? Überall hier unten auf dem Boden, diese Kakerlaken. Okay, Zeit für ein wenig Muskelschmalz. Ein wenig Muskelschmalz? Ja. Leute, habt ihr auch Muskelschmalz? Turn to deploy the ladder. Ah, also wir sollten drehen, um die Leiter runterzuholen. Gut, alles klar, dann dürfte die Leiter unten sein. Leute, schon wieder. Ich bin nach hinten gesprungen. Keine Ahnung warum. Und das Field of View ist wieder, ja, größer geworden. Aber wieso? Was ist jetzt? Gucken wir nach oben? Ah, hier. Siehst du, du hast es geschafft. Und jetzt weg von hier und zwar schnell. Du musst die Leute warnen, die Cops oder die Armee. Irgendjemand mit einer Waffe, der noch klar im Kopf ist. Absolut. Und vielleicht auch etwas darüber schreiben, wenn du es überlebst. Ja, ein neues Buch. Wieder Geld verdienen, Leute. Ein Schlafzimmer? Oh, das riecht, als hätte hier noch nie jemand ein Fenster geöffnet. So, wir sind in einem weiteren Schlafzimmer, Leute. Aber von wem? Hier haben wir einen Fernseher. Wir gucken uns wieder ein bisschen um hier. Ein Radio. Kannst du mal einschalten? Oh, wartet mal. Das ist doch bestimmt irgendein Zeichen. Wir konnten es gerade drehen. Warum? Keine Batterien. Ich wusste es. Es sind immer die Batterien. Okay, wir brauchen Batterien. Hier irgend so ein Indianerhäuptling? 4 Uhr nachmittags. Und der Himmel sieht echt verstimmt aus. Ja, wir können sogar rausgucken. Was haben wir hier? Guck mal. Hier leuchtet doch irgendwas. Ist das die richtige Größe? Ich denke schon. Eine Bitte Batterie? Sag mir, dass sie es ist. Also wir brauchen die Batterien tatsächlich? Wir gucken mal, ob wir hier rausgucken können. Oh Mann. Der Himmel wird die Wüste gleich verwüsten. Der Himmel wird die Wüste gleich verwüsten. Oh, guck mal hier unten. Unter diesem Sessel. Wieder eine Filmrolle. Nummer 12. Ich weiß gar nicht, wie viele wir finden können. Und wie viele haben wir eigentlich schon? Müssen wir mal nachgucken im Hauptmenü. So, und hier. Auch überall diese Computersysteme. Warum eigentlich? Wer überwacht hier wen? Und auch wieder diese krasse Maus. Hm, der war nur im Standby-Modus. So, können wir hier irgendwas entdecken? Wartet mal. Das sieht aus wie Windows. Ja, irgendwas noch vor 95, würde ich sagen. Ja, klar, muss ja. Wir haben ja 1989. Was ist denn das denn? Windows, was gab's denn da? 1.0 und so weiter, ne? Ein Telefon? Gary? Können wir Gary anrufen? Ne, wahrscheinlich nicht. Keiner dran. So, das Wesen ist erstmal nicht hier. Diese ganzen Kakerlaken auf dem Boden. Entweder ist dieser Typ ein meisterhafter Zyniker oder ein Patriot erster Klasse. Und gläubig wahrscheinlich. So, hier vorne liegt wieder eine Bibel. Guck mal hier in die Schubladen rein. Na, nichts zu sehen. Was ist das? Gewehrpatronen. Ein paar fehlen. Ein paar fehlen. Vermutlich passen sie in die Waffe, die ich an der Rezeption gesehen habe. Code 658. Moment. Ja. Wir haben ein Problem. Das neue Mädchen, Jade Lacroix. Das sind wir? Sie weicht vom Weg ab. Nein, nein.
Sie ist unruhig, als wenn sie vor etwas davonläuft. Ich weiß allerdings nicht, was mit ihr los ist. Es ist schon einen Monat her, dass Crystal Huygens die Schwelle überquert hat. Und das ist zu lange. Sie muss ihre Pilgerreise zu Ende bringen. Was? Hören Sie! Ich werde dafür bezahlt, einen Job zu machen. Und der ist es, dafür zu sorgen, dass Lacroix ans Ziel kommt. Was genau wollen Sie denn? Noch ein Desaster wie 63? Ja, ich kümmere mich darum, aber ich brauche Verstärkung. Schicken Sie Taylor. Es könnte sein, dass jemand dem Mädchen hilft. Damit meint er wohl Gary. Leute, wir haben's geahnt. Also, Wesley hat gesagt, er macht hier nur seinen Job. Er kriegt also Geld dafür, dass... Oh, hier unten, guck mal. Er kriegt Geld dafür, um uns irgendwo hinzulocken, um uns hier festzuhalten. Aber warum? So, und die wissen auch, was mit Crystal passiert ist, Leute. Was geht in diesem Motel vor sich? Was sind das hier für Leute? Ich traue mich jetzt gar nicht, diese Tür zu betreten. Machen wir auch erstmal nicht. Jetzt gucken wir uns erstmal hier in diesem Schrank noch um, ob wir hier noch irgendwas haben. Pfefferspray oder so wäre vielleicht gut. So, hier. Noch einmal gehe ich nicht dort hinunter. Ach so, okay, das war ist die Truhe. Ist das denn tatsächlich real, Tara? Da muss ich an deine sensationslüsternen Horrorschlagzeilen denken. Gut, das war hier diese Luke, ne, wo wir hergekommen sind. Da vorne ist noch eine Tür, gucken wir uns auch gleich an. Der Fernseher. Ich hoffe, ich habe nichts Gutes verpasst. Wahrscheinlich nicht. So, oh, was ist das? Wartet mal. Leute, was ist das? Guckt mal, das leuchtet. Und was ist das? Da steht vertraulich. Das ist nicht das geheime Tagebuch eines Teenagers, wenn du mich fragst. Ein Kassettenband, ein Tape, Leute. Und wir wissen, was wir damit machen müssen. Ne? Hier das Radio. Aber wir gucken jetzt erstmal, ob wir hier reinkommen. Das Badezimmer. Wow, das ist eine gut laufende Bakterienfarm. Ja. Sieht aber besser aus als unser Badezimmer in unserem Hotelzimmer, oder? So, haben wir hier noch mehr? Wieder irgendwelche Pillen? Bier? Na klar, im Badezimmerschrank mal ein paar Bierdosen hinstellen. Man weiß ja nie, hier auch gleich die Schüssel. Natürlich. So, ist sogar noch was drin. Wir spülen mal. Nee, funktioniert nicht. Wir gucken mal weiter. Im Spiegel können wir nichts machen. Hier können wir das Wasser aufdrehen. Dann machen wir lieber wieder zu. Und nochmal eine Waschmaschine. Eine Dusche. Hier brauchen wir erstmal nichts. Wir gucken mal hier noch in diese Spinde rein. Da ist wahrscheinlich auch nichts weiter drin. Und wieder hier so ein merkwürdiges Poster, ne? Was sieht man denn hier noch drauf eigentlich? Was ist denn das hier alles? Weltraum. Shoot again. Ich weiß nicht, gibt's das wirklich? Sieht ein bisschen aus wie der halbe Todesstern von Star Wars. Aber ist natürlich irgendwas anderes. Hm. Kennt ihr das? Also kennt ihr, ist das echt? Oder ist das jetzt nur für Spiel kreiert? Hm, naja. Ach so, Leute, ich kapier's. Wisst ihr, was das ist? Das ist Flipper. Dieses Spiel Flipper. Hier, man drückt hier drauf. Dann fliegt ja dieser Ball hoch. Mit diesen Dingern hier bewegt man den Ball. Ach so. Jetzt verstehe ich, Leute. Na gut. So, jetzt gucken wir mal nach. Wir gehen mal jetzt zum Radio. Hier haben wir noch eine Pizza. Oder so. Confidential. Vertraulich. Das ist surreal. Sieht aus wie ein offizielles Dokument. Verstecken Sie die Kassette an einem sicheren Ort. Okay, gut. Aber in einem Pizzakarton? Ernsthaft? Hey, wenn dies ein Traum ist, könnte mich dann jemand wecken? Also hier, hide the tape this time. Verstecke diesmal diese Kassette und... Wir haben die Kassette gefunden, also gut, versteckt war sie nicht. Sie war hier an dieser Schranktüre. So, und jetzt gucken wir aber mal nach, was das hier mit dem Radio auf sich hat. Wir stecken mal die Batterie rein. Ah, hier, erstmal Kassette. Kassette ist drin. So, jetzt brauchen wir aber noch die Batterie. Wo kommt die Batterie rein? Hier, oder? Nee, jetzt drehen wir. Leute, wo kommt denn jetzt die Batterie rein? Kann ja nur hier sein, oder? Ja, okay. So, und jetzt? Eine Batterie fehlt. Eine Batterie fehlt immer noch. Wir brauchen noch eine Batterie, Leute. Hier an den Kartons? Nee. Wo könnte denn jetzt noch eine Batterie liegen? Hier in die Schublade haben wir ja eigentlich geguckt. Nichts drin. Vielleicht unterm Bett oder so. Wir gucken mal alles ganz genau an. Aber ich glaube, hier ist nichts weiter. Hier vielleicht irgendwo? Hier ist noch eine Kassette. Telefon oder hier unten?
unzählige Stunden mit Aufzeichnungen. Ja, hier unten, Leute, guck mal. Die Zimmer. Das müssen alle Kunden des Motels sein, über Jahre hinweg. Wow. Was ist das hier? Eine riesige Piepschau? Oh. Mann, ich stecke tief in der Klemme. Wer weiß, was man hier alles gefilmt hat. Wir waren auch unter der Dusche. Hier. Hier ist doch bestimmt eine Batterie drin, oder? Ja, guck mal da, Leute. Zwei Batterien. So viel Glück hatte ich noch nie. Heute. Was steht hier? Truck and Cars. Trucks und Autos. So, jetzt gucken wir mal nach. Wir stecken mal hier die andere Batterie rein. Boah, wie groß sind denn diese Batterien? So, und jetzt? Wir drücken Play, Leute. Ihr wollt's wissen, oder? Ich auf jeden Fall. Wir hören's uns an. Gut, wir drehen's nochmal. Wir drehen's nochmal. Und jetzt, Leute, wie starten wir jetzt das Radio? Leute, wie startet man jetzt das Radio? Play? Wir wollen Play drücken, oder hier? Ah. Ach so, ah, wir müssen hier diesen Knopf drücken über Play. Na toll, der nächste Grund auszuflippen. Russisch? Nee, oder? Das läuft rückwärts, oder? Hä? Wartet mal. Das Ding läuft rückwärts. Müssen wir jetzt hier... An Wesley Argus, Grange Agent, hier spricht Mayfront. Diese Woche lautet die sichere Telefonzellennummer 512-399-899. Ich wiederhole, 512-399-899. Wir rufen Sie um 4 Uhr nachmittags an, um Ihren wöchentlichen Bericht über Jade Lacroix zu hören. Seien Sie dort. Ein Bericht? Das klingt nach Militär, aber böses Militär. Ich Militär? Von meinem eigenen Land. In meinem eigenen Land. Was soll ich tun? Aufgeben ist keine Option, huh, Tara? Tja, ich kann das immer noch nutzen, um für eine Ablenkung zu sorgen. Ich weiß nicht, wer diese verrückte Story schreibt, aber es wäre besser, wenn ich nicht darin sterbe. Aber Leute, warum jagt man uns? Das Militär. Und mussten wir uns jetzt diese Nummer merken? Wartet mal, können wir das nochmal abspielen? Geht das? Wir nehmen uns mal ganz kurz einen Stift. Wir nehmen mal lieber einen Stift und schreiben uns mal die Nummer auf. Wartet mal, wir drücken mal hier ganz kurz nochmal Replay. So, 512-399-899 und 4 Uhr nachmittags, 4 p.m. So, könnte vielleicht noch wichtig sein. Jetzt drehen wir uns mal um und gucken mal nach, ob wir hier den Raum verlassen können. Hier vorne, wo der Weasley gesprochen hat. Da vorne ist er. Leute, sollen wir jetzt dahin? Ich weiß es nicht. Sollen wir dahin? Er ist hier. Weasley? Macht er da? Scheiße, da ist er. Moment mal. Er spricht von mir. Was zum Teufel? Ich bin ein Niemand, ein Nichts. Nicht einmal eine gute Autorin. Ach, Tara, 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 hilf mir. Tara. Moment mal. Können wir jetzt telefonieren? Wartet mal. Ich glaube, wir können die Tasten aber nicht benutzen, ne? Oder? Doch, funktioniert. Wartet mal, wie spät ist denn das? Haben wir hier eine Uhr? Hier, es ist 4 Uhr. Moment, wir müssen jetzt die Nummer wählen. Passt mal auf. So, wir gucken mal. Können wir nochmal die Nummer neu... Jetzt weiß ich nicht, welche Taste wir gerade gedrückt haben, Leute. Ah, wartet mal. Wir nehmen mal 5... 1... 2... Na komm schon. 2... 3, 9, 9... und 8, 9, 9. Oh nein. Falsche Nummer. Es klingelt nicht. Hä? Wartet mal. 5? Hä? So, wie starten wir jetzt den Anruf neu?
Wir legen nochmal auf. Wir nehmen nochmal den Hörer. Wartet mal. 5, 1, 2, 5, 1, 2. Ich hätte nie gedacht, dass ein Telefon zu bedienen so schwer sein könnte, Tasten zu tippen. 3, 9, 9, 8, 9, 9. Jetzt! Oh ja, das ist sie. Gut gemacht, Mädchen. Ich habe es geschafft. Jetzt kommen wir raus. Die Rezeption. Ich kann hier nicht bleiben. Auf keinen Fall. Ich muss mich beeilen. Aber wohin? Wir müssen raus. Wir müssen raus. Wir hauen ab, Leute. Wo ist unser Auto? Sie gerne an ein paar Grundregeln während eines starken Sandsturms erinnern. Regeln? Landsturm? Unser Auto ist weg, Leute. Wo müssen wir hin? Hallo? Hey, hören Sie mich? Hä? Der Typ ist da. Ist da jemand? Das gottverdammte Telefon spinnt wieder. Das ist er. Endlich jemanden. Er hat die Poster von dem vermissten Mädchen aufgehängt. Sie sind hier nicht sicher. Die werden Ihnen etwas antun. Sie müssen mit mir kommen. Leute, ist das der Gary? Kommen Sie, ja, ist er. Wir müssen weg von hier, sofort. Stehen bleiben. Ich muss Ihnen einiges Sie erzählen. Wohin? Ich habe Sie gehändigt. Er schießt. Sie dürfen nicht gehen. Jade, Sie müssen mir vertrauen. Ja, will ich. Ich will mitkommen. Ich kann nicht. Ich will nicht sterben. Ich kann nicht. Hier. Ich verschwinde von hier, jetzt. Rein.